Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die CDU spricht mit diesem Antrag ein sehr wichtiges Thema an. Das sehen wir auch so. Die Digitalisierung stellt uns auch vor viele rechtspolitische Herausforderungen. Wir diskutieren über elektronischen Rechtsverkehr, die elektronische Akte, über ein Update des BGB, über viele Bereiche, die uns beschäftigen. Und das Beispiel, was Sie genannt haben, ich glaube, das kennen viele von uns. Wenn jemand verstirbt und in den sozialen Netzwerken noch Accounts vorliegen, finden wir nicht selten mehr oder weniger geschmackvolle Anteilnahme oder Kommentare, die sicherlich nicht im Sinne des Betroffenen oder der Betroffenen sind. Und wir erleben Angehörige völlig überfordert, die gerade im Trauerprozess sind und andere Dinge zu tun haben, als sich darum zu kümmern. Auch das kennen wir sicherlich oft. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber wenn wir uns angucken, wer beantragt da wo, nämlich hier im Landtag NRW, was, dann muss ich ein wenig schmunzeln, oder muss ein wenig Kopfschütteln. Denn in Ihrem Beschlussvorschlag fordern Sie die Landesregierung auf, aktiv zu werden. Das ist sie längst, können wir gleich noch mal genauer hingucken. Und ich frage mich, wer stellt denn die größte Fraktion im Bundestag? Wer stellt denn die Regierungschefin im Bundestag auf Bundesebene? Und da wird es doch ein bisschen schräg. Da sollten Sie doch mal lieber selber aktiv werden, statt hier die Landesregierung mit unserer Hilfe zu treiben, die längst auf dem Weg ist, Ihre Bundesregierung zu treiben. Wie schon gesagt, auf Initiative von NRW hat die Justizministerkonferenz sich bereits damit beschäftigt, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet. Auch das hätten Sie googeln können. Auch da gibt es Internetportale, wo die Tagesordnung der JuMiKo und die Beschlüsse der JuMiKo ganz einfach nachvollziehbar sind. Und es hätte auch gereicht, vielleicht mal einen Antrag zur Tagesordnung im Rechtsausschuss zu stellen. Dann hätten wir vielleicht noch mal einen qualitativ anspruchsvollen von der CDU auch mal vorliegen gehabt. Es gibt viele Aspekte, die durchaus spannend sind, die aber auch nicht ausschließlich hier in unserem Zuständigkeitsbereich liegen. Deshalb freuen wir uns, wir hoffen, dass Sie zurückkehren zu einer sachlichen Diskussion. Und ich hoffe, Sie nehmen Ihre persönliche Verantwortung auf Bundesebene auch wahr, um da weiterzukommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.